Schöner Drive hier eigentlich, aber die Hilfe kommt. Kepler räumt ihn ab. Jetzt hier Fast Break Basketball, Eckdreier für Lange hinterher. Ja. Ja. Transition Dreier sind einfach seine Würfel, da ist er richtig stark. Ja, und genau das darf, haben wir im Vorbericht angesprochen, damals tatsächlich, ja. Also. Er ist einfach auch ein Hustler und es sind eben diese Bälle, die weite Würfel. Er hat einen Riecher für den Ball, er weiß, wo der Ball hinfällt und plus Guards sind oft nicht darauf auszuboxen. Deswegen. Ja. Und die während Dibber hier mit langgezogenen Schritten, so wie man ihn kennt, mit dem Korbleger punktet. Und Yama lässt da Christmas aussteigen und der zählt und die Gießener zeigen, warum er so eine dominante Kraft ist und wieder kein guter Hände Pass von Nico Brauner. Und der Pass ist fantastisch von Stefan Fundit und im Moment haben die Dragons hier überhaupt kein Mittel gegen die Offensive der Gießener. Trotzdem er mit 12 Punkten, das mehr als die gesamte Trierer Mannschaft zu diesem Zeitpunkt. Oh, Alex Laurent setzt mal ein Zeichen. Das ist ein wichtiges Play für die Trierer, auch um die Fans hier mal mit ins Spiel zu nehmen. 1-1 durchgesetzt gegen seinen Verteidiger mit Foul und Dunking abgeschlossen. Und sehen Sie sich Till Isemann an. Wo sich auch Stars, unter anderem hat LeBron James auch in so einer Liga gespielt, über den Sommer fit halten. Da hat er in einem Spiel 85 Punkte aufgelegt. Er hatte da zwar netto 20 Minuten mehr Zeit, aber das war auch für diese Liga historisch der Wert. Also, dass der Mann... Jancic nimmt sich gleich mal den ersten Dreier. Der ist nicht dran. Der Tipp. Und stark von Adam Turay. Eiskalt. Und jetzt Marek Doljai mit Platz und den Punkten. Das war ein Monsterblock von Adam Turay. Schade. Hornsby, die Olivier Platz schon wieder vorne. Wow, stark. Da hat es einmal ganz laut gekracht. Jetzt im Schneider den Ball in der Hand hat und ihn gegen Danny Noll verliert. Fast Break wird gelaufen, 3 Sekunden noch Zeit, Pass auf Friars in die Ecke, für 3, der macht hier heute Party und die Emotionen gehen hoch mit Ende dieses dritten Viertels. 66, wenn es auf Eisbären-Seite scheinbar gut läuft, auch eine harte Verteidigung, die hier, das muss man ja sagen, die harte Verteidigung wird hier auch nicht immer mit Fouls bestraft, wie wir es in anderen Spielen schon gesehen haben. Aber das lassen die, denke ich, auf beiden Seiten auch schon mal zu. Und ja, so haben wir doch eine sehr interessante Begegnung hier. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Rasterfechter hier wieder rankommen. Der Nächste, der 3 Punkte oben drauf legt. So, jetzt könnte man fast denken, dass das hier zum Dreier-Contest ausartet. Und das war Brandon Thomas. Ist jetzt auch zweistellig. Ah, schönes Give and Go. Und wieder hat es entwarnt. Und der zählt für Christian Penneberg und da hast du ja auch mal gefordert, dass der jetzt mehr aus seine Möglichkeit macht. Genau. Das glaube ich festhalten, es bleibt bei -3 und Jena hat die Chance wieder etwas mehr Luft zwischen sich und die Falcons zu legen. Seth Allen. Ja, warte. Der erste Weg gut zugemacht. Oh. Und der und Alex Herrera, die haben sie jetzt gefunden. Ja. Starkes Pick and Roll. Ja, aber das macht immer das Feld ein bisschen offener. Er hat gerade schon 2 gute Dreier reingeschossen. Oh, schöne Aktion auf der Seite der Panthers. Nächster Dank diesmal von Mampuya. Also die beiden von der Bank, Mampuya und Vomala, die bringen ein bisschen Energie. Der war wieder mit der Sirene. Ja, Hagen verteidigt das gut. Und jetzt ja, Kessen, sehr gute, einfache Punkte. Nächste Auszeit, Alan Welcic. Wir sind noch früh. Wir haben noch 4,5 Minuten, aber jetzt sind es 12 Punkte. Jetzt geht das Licht aus, die heiße Phase beginnt. Hier sehen wir nochmal, wie Mann den Ball, den Thompson fast verloren hätte, kriegt. Und Kessen sieht super Anspiel von JJ Mann. Trifft beide Freiwürfe nicht. Komm, kriegt dann doch irgendwie. Habe ich völlig vergessen, die Freiwurfquote zu erwähnen. Da sehen wir die Schnelligkeit. Und Spin-Move. Kick-out, Extra-Pass, Schuss. Und Garrison für 3. Oh, diese schnellen Angriffe, das ist unfassbar. Also so schnell kannst du teilweise da gar nicht folgen.
Aber Bochum muss weitermachen. Weiter hart arbeiten. Ah, jetzt Da riechst du für drei. Oh, der ist. Jawohl, das war ein Pass. Aber dann kommt diese Offensivrebound mal wieder.